Anfang des 21. Jahrhunderts stieß die Tyrell Corporation in der Entwicklung der Roboter in die Phase Nexus vor. Sie schufen ein dem Menschen völlig identisches Wesen, den Replikanten. Diese künstlichen Menschen der Phase Nexus 6 waren stärker, beweglicher und mindestens ebenso intelligent wie die Genetikingenieure, die sie geschaffen haben. Replikanten wurden als Sklavenarbeiter bei der gefährlichen Erforschung und Kolonialisierung anderer Planeten missbraucht. Nach der blutigen Meuterei einer Nexus 6 Gefechtsgruppe in einer Kolonie auf einem anderen Planeten wurden Replikanten unter Androhung der Todesstrafe die Rückkehr zur Erde verboten. Spezielle Polizeieinheiten, die Blade Runner, erhielten den Befehl, jeden Replikanten, der auf der Erde entdeckt wird, zu töten. Man nannte es nicht Exekution, sondern aus dem Verkehr ziehen. Mein Name ist Ray McCoy. Ich bin einer dieser Blade Runner. Ich wollte mich gerade auf den mir bevorstehenden Feierabend einstellen, als ich einen Auftrag bekam. Den größten und gefährlichsten, den ich je haben sollte. Das ist nun viele Jahre her, doch lasst mich von dieser Geschichte erzählen. Ich gehe dann jetzt. Lucy, meine Süße. Ich habe den Tigerkäfig gereinigt und die Futterbehälter vorbereitet. Also, wenn es Ihnen recht ist, ich bin dran, das Abendessen zu machen. Hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen, meine Hübsche? Nur eine winzige Kleinigkeit? Mr. Runciter, bitte. Es war wirklich ein sehr anstrengender Tag für mich. Ich will aber nicht, Sir. Aber Lucy, Kind, ich dachte, wir hätten das alles letzte Woche schon geregelt. Wir wollen doch nicht vergessen, wer von uns beiden dein Gehalt zahlt. Es ist geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Warte! Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich sagte Ihnen doch, wir haben geschlossen. Wir wollen hier nichts kaufen, kleiner Mann. Wir wollen verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie etwas haben, das für mich von Bedeutung sein könnte. Was Sie hier finden, sind ausschließlich äußerst seltene Tiere von allerhöchster Qualität. Na, was für ein Zufall. Qualität habe ich auch. Das ist der Preis für Demut, verstanden? Oh, bitte, bitte, nicht. Und wofür könnten wir Sie heute noch begeistern? Sir, vielleicht für ein bisschen Tugend. Nein! Tun Sie meinen Tieren nichts, bitte. Ich flehe Sie an. Aber wie steht's denn mit der Ehre, kleiner Mann? Welchen Preis hat die Ehre? Oh mein Gott, nein! Dieser Tiger ist das seltenste Exemplar, das ich besitze. Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. BR61661, melden Sie sich im Polizeipräsidium. Code 3, wiederhole, Code 3. Meine 12-Stunden-Streife ging gerade zu Ende, als ich die Meldung bekam. Eine willkommene Abwechslung, denn das Aufregendste, was ich in dieser Nacht gesehen hatte, war eine schizoide Oma, die in ihrer Unterwäsche Tänze aufgeführt hatte. Hatte ich nicht mehr bekommen, seit irgendeine Nutte Brians Schreibtisch vollgekotzt hatte. Und ich die Säuberungsaktion leiten durfte. In den anderthalb Jahren bei der Polizei war das immer noch mein dreckigster Job. Wo ist Captain Bryant? Ist heute krank, hat sich einen heftigen Fall von Leichenvergiftung zugezogen. Er hat mich persönlich gebeten, die Abteilung während seiner Abwesenheit zu übernehmen. Guzza war einer der alten Hasen, der auch die harten Sachen in den Straßen gesehen hatte. Er wirkte ganz umgänglich. Aber wenn man kein Freund von ihm war, musste man sich besser vorsehen. Ich hoffe, Sie haben die freie Zeit genossen, mein Kleiner. Denn jetzt kann es wirklich unangenehm werden.
Kann's kaum erwarten. Freuen Sie sich bloß nicht zu früh. Die anderen Blade Runner sind voll beschäftigt. Holden saugt sein Essen durch den Strohhalm. Gav ist an der Tyrell-Sache und Steele arbeitet verdeckt an einem Sonderauftrag. Leider sind Sie der Einzige, der den Job übernehmen kann. Sie verstehen es wirklich, einen zu motivieren, Sir. Tiermord, drüben bei Runciter. Wahrscheinlich war es nur ein Verrückter, aber Sie haben uns gerufen. Der alte Runciter hat ungefähr 1 Milliarde an Chinyen verloren. Verstehe, das ist eigentlich gar kein Job für unsere Abteilung. Haben Sie vielleicht was Besseres vor? Vielleicht wollen Sie Ihr Französisch aufbessern. Machst du heute Abend blau, Cowboy? Ich dachte, du hast einen Sonderauftrag. War nichts Besonderes, nachdem ich die Wichser weggeblasen hatte. Was ist passiert? Ein paar Reps haben sich bei Kaiser als Fibroplastarbeiter ausgegeben. Ich habe mich als Krankenschwester verkleidet, sie hatten keine Chance. Kann ich mir vorstellen. Hast du den Test gemacht? Ach Quatsch. Ich fühle da diese Intuition in meinem Bauch und die hat sich noch nie getäuscht. Wenn du die entwickelst, hast du eine glänzende Karriere vor dir. Okay, ich arbeite dran. Welchen Auftrag hat dir Gusa gegeben? Tiermord bei Runciters. Was, Tiermord? Ach, diese verdammten Hautjobs haben vor nichts, was wirklich lebt und atmet, Respekt. Und diesen verfluchten Elden Tyrell sollte man in einen Leichensack stecken und ein für alle Mal zum Mond schießen. Naja, ohne ihn hätten wir keinen Job. Ja, ich würde sagen, wir könnten einen bezahlten außerplanetarischen Urlaub gut gebrauchen. Du kannst jetzt aufhören, mir auf den Arsch zu glotzen. Sag mal, hast du etwa Augen im Hinterkopf? Du brauchst nur zu fragen, Cowboy. Der Handel mit Tieren war ein sehr einträgliches und angesehenes Geschäft, seitdem die meisten echten Tiere nach dem Dritten Weltkrieg ausgestorben waren. Obwohl es viele elektrische mit Akku gab, kaufte sich niemand, der was auf sich hielt, so eine Fälschung. Der gute alte Runciter, der hat's ihn, besser gesagt seine Tiere, erwischt. So, ich würde sagen, dass wir erstmal hier schauen, was hier so rumliegt. Runciter, das ist das Geschäft hier vor uns. Aber da sehe ich schon, da liegt irgendwas. Was gefunden? Ein Chromteil. Von einem Auto? Also mit Sicherheit nicht von einem Pferd. Eintüten und kennzeichnen. Okay. Ich frage mal meinen Kollegen, was er jetzt noch meint. Schon was rausgekriegt? Knapp 30 Fälle von Tiermord und ein Fall von schwerer Körperverletzung. Der Laden wurde demoliert. Da war dieses hilflose Tigerbaby. Es ist eine gottverdammte Tragödie. Wie geht's dem alten Runciter? Er hat einen Schock. Er jammert ständig, dass seine Welt zusammengebrochen wäre. Würde dir genauso gehen, wenn es deine Tiere gewesen wären. Wie viele Täter waren es? Mindestens 2. Überall sind blutige Fußspuren. Muss ja ein schöner Anblick sein. 2 Täter und über 30 Fälle von Tiermord. Und die haben so ordentlich zugehauen hier. So, was haben wir denn da noch? Der Hydrant. Kratzer und Lackspuren. Ich wusste, was sie zu bedeuten hatten. Jemand würde einen saftigen Strafzettel bekommen. Es sei denn, die Stadt hätte sich ein pechschwarzes Löschfahrzeug gekauft. Nichts, was auch nur annähernd interessant war. Aber schließlich hatte ich auch keine großen Erwartungen gehabt. Ja, hier ist zu unserer Rechten ist unser Fahrzeug. Benutzen wir aber jetzt noch nicht. Ich würde aber sagen, wir schauen nochmal hier diese Schaulustigen an. Frag die Leute in der Gegend, vielleicht hat jemand was gesehen. Wird gemacht. Okay, ansonsten sehe ich jetzt hier erstmal nichts mehr. Gehen wir mal rein zum Runciter. Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es 2 sehr große Männer gewesen sein. Der eine zog den rechten Fuß nach. Ein Indiz, dass er entweder verletzt oder behindert war. Der andere schien viel beweglicher zu sein, geschmeidig. Ein ziemlich ungleiches Paar. Und da ist schon der Runciter. Etwas verletzt, wie mir scheint, aber ich werde ihn mal befragen. McCoy, LPD. Ich bin absolut sicher, dass Lucy Devlin etwas mit dieser verabscheuungswürdigen Tat zu tun hat. Sie ist dieses junge Mädchen, das für mich arbeitet. Was denn? Sie hat dieses Gemetzel angerichtet? Nein, natürlich nicht. Es waren 2 Männer. Die haben das aber offenkundig mit ihr verabredet. Offenkundig? Wie sahen sie aus? Groß und unheimlich. Und absolut bösartig. Okay. Da liegt auch noch was am Boden. Großkalibrig. Möglicherweise von einem außerplanetarischen Schnellfeuergewehr.
Die Ballistiker würden es vielleicht feststellen können. Okay, ich bin ruiniert. Völlig ruiniert. Alles verloren. Ja, bleib cool, Alter. Das heißt also, wir müssen diese Padrone zur Untersuchung geben. Okay. Aber bevor wir das machen, schaue ich mich hier natürlich nochmal weiter um. Alle so. Meine Tiere. Haben Sie die Aufzeichnungsdisk von dieser Überwachungskamera? Es spielt keine Rolle. Diese Mörder haben auch die Kamera zerschossen. Sie war tausende von Chenien wert. Vielleicht wurden sie aufgezeichnet, bevor sie zerstört wurde. Ah, da ist vielleicht was dran. Ich glaube, das ist die Disk von heute Nacht. Fantastisch. Sehr schön. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Da kann man überall nichts machen. Nichts Interessantes. Ich bin ruiniert. Oh, völlig ja. Ruiniert. Alles verloren. Ja, ist ja gut, Alter. Da hast du ja eh eine Menge Dreck am Stecken. Jetzt bleib locker. So, aber ich glaube, wir haben, was wir brauchen. Wir haben zwei Indizien. Beziehungsweise zwei Informationen. Einmal die Patrone und das andere ist die CD. Die werden wir uns jetzt mal betrachten. So, das heißt, wir gehen wieder. Ich konnte es nicht verstehen. Es machte einfach keinen Sinn. Die Tiere wurden ermordet, aber nichts gestohlen. Allein die kleinen Tiere hätten eine beträchtliche Summe auf dem Schwarzmarkt gebracht. Das Ganze kam mir wie ein Racheakt vor. Ja, ist schon ein bisschen seltsam. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Sonst noch irgendwas hier draußen entdeckt? Diese Frau behauptet, dass sie das Mädchen, das für Runciter gearbeitet hat, letzte Woche mit einem großen, dicken Kerl zusammengesehen hat. Hm. Mit einem großen, dicken Kerl. Okay, keine Ahnung. Bringt uns jetzt nicht weiter. Ich würde sagen, wir steigen mal in unser Fahrzeug. Wir haben jetzt hier drei verschiedene Stationen. Das eine Polizeipräsidium. Runciters Tierhandlung, da sind wir jetzt. Und McCoys Apartment, also unser Zuhause. Dann würde ich sagen, da wir die Sachen zur Untersuchung haben, bringen wir das gerade mal zum Polizeipräsidium. Wer die Qual hat, hat die Wahl. Jetzt haben wir hier vier verschiedene Stockwerke. Exklusive dem Stockwerk, in dem wir uns gerade befinden. Das ist das Dachgeschoss. Wir hätten hier den dritten Stockwerk. Labor. Zum Labor. Hauptcomputer und Übungsraum. Mhm. Erdgeschoss. Arrestzellen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier zum Labor. So, Alter. Irgendwas Neues für mich, Dino? Ich habe mich echt schon gefragt, wann Sie wohl auftauchen würden, McCoy. Die Patronenhülsen aus Runciters Tierhandlung gehören ins Museum für Militärgeschichte. Wieso? Sie stammen aus einem Endergewehr. Das gehört zur Standardausrüstung bei außerplanetarischen Militäreinsätzen. Großkalibrig. Dieses Geschoss kann einen Panzer glatt durchschlagen. Was soll ich daraus schließen? Wer auch immer dieses Gewehr benutzt hat. Das hat er nicht einfach im nächstbesten Sportartikelgeschäft gekauft. Diese Teile sind Sammlerobjekte und sie sind nicht gerade billig. Dann könnten uns das vielleicht schon wieder weiterbringen. Ein Hinweis. Das Gewehr bekommt man also nur extrem selten. Okay, die CD durchsucht der Kollege hier nicht und hier gibt es jetzt auch sonst nichts mehr, was ich irgendwie machen könnte. Das heißt, wir gehen wieder. Hauptcomputer und Übungsraum. Hauptcomputer, das hört sich nach einem CD-ROM-Laufwerk an.
Nach den aktuellen Zahlen des Justizministeriums hat sich die Zahl der gewalttätigen Straßenkriminalitätsdelikte im letzten Jahr um schwindelerregende 26% erhöht. Gouverneur Kollwig führt den Anstieg auf die dramatische Zunahme der Zahl der Sonderfälle zurück, die als Einwohner der Stadt registriert sind, und versprach die Einführung härterer Bedingungen bei den Zuwanderungsgesetzen der Stadt innerhalb der nächsten 6 Monate. Beste Ergebnisse. So, haben wir dann hier noch was? Da ist noch ein Aschenbecher. Da raucht's noch, da scheint eben gerade noch jemand hier gewesen zu sein. Lucky Strikes. Crystals Marke. Ich wusste, dass sie viel Zeit im Übungslabyrinth verbrachte, obwohl sie schon oft eine fast perfekte Abschussquote erzielt hatte. So, da können wir nicht durch. Ansonsten gibt es hier nichts außer diese Tür da hinten. Also, wenn das nicht Ray McCoy ist, lässt sich Bryant endlich mit den großen Jungs spielen? Ist meine offizielle Befugnis vom Sicherheitsdienst schon da? Ja. Hast du deine Knarre mitgebracht? Na, ich werde doch nicht ohne aus dem Haus gehen. Steele läuft seit 2 Wochen jeden zweiten Tag durch das Labyrinth. Und die Ziele sind inzwischen ein bisschen ramponiert. Aber Guzza wollte doch ein paar neue anfordern. Guzza habe ich seit 1 Monat nicht mehr hier gesehen. Er hatte wohl viel zu tun. Armer Kerl, der ganze Papierkram macht ihn total fertig. Aber unterschätze ihn nicht, McCoy. Guzza kann ganz schön hart werden, wenn es drauf ankommt. Ich erinnere mich noch gut. Einmal, als wir damals noch bei der Sitte zusammengearbeitet haben, hat er 2 Zuhälter, die uns frech kamen, mit Aceton übergossen und ein Streichholz angezündet. Ich sag dir, das sah aus wie ein Riesenfeuerwerk. Fantastisch. Okay. Aber auch hier gibt es kein CD-Laufwerk, wo wir unsere CD mal betrachten könnten. Da es auch ansonsten hier nichts gibt, gehen wir wieder zurück. Dachgeschoss. Dann würde ich fast vorschlagen, wir gehen nochmal zurück zum Dachgeschoss. Und fahren mal in unser Apartment. So, da vorne ist der Eingang. Auch hier parken wir wieder im Dachgeschoss. Ich renne am besten mal, das geht ein bisschen schneller. Die Nummer Ihres Stockwerks bitte. Apartments. Apartments. Erdgeschoss. Dachgeschoss. So, es gibt also neben unserem Apartment auch noch ein Erdgeschoss. Ich gehe aber erstmal ins Apartment. Apartments. McCoy, 88F. 88. Danke. Ich wohnte jetzt mit dem besten Mädchen zusammen, das ich je gekannt hatte. Sie war genau 2 Jahre alt und voller Lebenskraft und Liebe. Sie hatte mich zwar fast 1 Jahresgehalt gekostet, aber sie war es wert. Es war ein schönes Gefühl, nach getaner Drecksarbeit einen warmen Körper neben sich zu spüren. Und die Prämie, die ich in diesem Fall fürs aus dem Verkehr ziehen kassieren werde, wird dazu beitragen, einen Partner für sie zu kaufen. Okay. Hallo. Braves Hündchen. So, jetzt haben wir hier verschiedene Sachen. Ich sehe schon, hier gibt es ein bisschen was zu untersuchen. Wir haben hier so ein technisches Gerät neben der Couch. Sieht aus wie eine Mikrowelle. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Kollege eine Mikrowelle neben der Couch stehen hat. Ich schaue einfach mal nach, was es ist. Scanne Videodisk. 2 vergrößerungsfähige Bilder gefunden. Füge vergrößerungsfähige Bilder KIA Datenbank zu. So, schauen wir uns das doch mal an. Run Citers Tierhandlung. So, was haben wir denn da? Können wir dann auf irgendwas machen? Das sind 2 Bilder. Ich sehe jetzt aber keine Personen auf dem Bild. Doch da hinten eventuell.
Da ist jemand. Aber das sieht mir aus wie der alte Runseiter. Was macht er denn da? Keine Ahnung. Der schaut da irgendwas nach. Nichts Verdächtiges. So, hier gehen wir nochmal zurück. Haben wir da sonst noch irgendein verdächtigen Hinweis oder irgend sowas? Schauen wir am anderen Bild. Runseiters Tierhandlung. So, da ist ein Bild mit einem Mann. Den schauen wir uns nochmal an. So, leider nicht gut zu erkennen. Im Gesicht erkennt man überhaupt nichts. Ich zoome nochmal ein bisschen näher ran. Er kommt mir bekannt vor. Mach mir davon einen Ausdruck. Sehr schön. Also, wir haben schon mal ein Gesicht. Ein mir bekanntes Gesicht, okay. Dann verlassen wir den Kasten wieder. Und am besten, ich frage jetzt mal in der Polizeistation nach, ob das Gesicht bekannt ist. Bevor wir das aber machen, schaue ich mir erst nochmal hier die Wohnung weiter an. Hier, bitte, mein Mädchen. Futterzeit. Schon wieder. Ich wollte eigentlich diesen Tick hier anklicken. Aber ich glaube, hier gibt's nichts mehr. So, das heißt, wir gehen mal in das andere Zimmer. So. Was haben wir hier Schönes? Da vorne geht's auch nochmal weiter. Zwei Räume, ein Bett. Will ich mich jetzt nicht reinlegen. Meine Schicht ist zwar eigentlich gerade schon vor zu Ende, aber gut. Jetzt ist gerade zu spannend. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, ich mache jetzt mal eine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut, bis dann.